herzlich willkommen zum neuen Vlog. Wir sind von den Tioman Islands nach Singapur gefahren und heute erkunden wir mal so ein bisschen die Stadt. Wir befinden uns gerade im Botanical Garden. Ich hatte knapp 2 Monate kein Handy und habe mir deshalb gestern in Singapur ein Handy gekauft, mit dem ich gerade filme. Ich hoffe, das stimmt alles mit dem Ton und dem Bild. Und jetzt werden wir hier noch ein bisschen rumlatschen und nachher geht es wahrscheinlich auch noch in die City. Bis später. Jetzt bin ich wieder alleine unterwegs. Ich habe gerade Simon an der Zugstation verabschiedet. Er fährt jetzt zum Flughafen und fliegt anschließend nach Deutschland. Und das ist einfach ein saukomisches Gefühl, jetzt alleine hier rumzulaufen. Wir haben hier gerade noch in dem Park gechillt. Es ist einfach ein saukomisches Gefühl, weil wir jetzt 3 Monate lang jeden Tag miteinander waren. Ich kann es selber noch gar nicht so richtig glauben, dass Simon morgen zu Hause ist. Meine Reise ist ja auch schon fast am Ende. Mein Flug geht übermorgen. Ich fliege zwar noch nicht nach Deutschland, aber nach Europa. Simon wird in Deutschland seine Familie überraschen. Also sein Bruder Yannick ist eingeweiht, der holt ihn vom Flughafen ab. Dann fahren die beiden nach Hause und überraschen die Eltern. Ja, an der Stelle nochmal herzliche Grüße an Christine und Carsten. Ich hoffe, die Überraschung ist den beiden geglückt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen.
zum Singapore Airport gefahren. Mein Flug geht auch erst in 6 oder 7 Stunden, glaube ich. Das heißt, ich habe jetzt eine lange Zeit am Flughafen. Und wer meine Videos fleißig verfolgt hat, der weiß, dass ich, als ich von Deutschland nach Cairns geflogen bin, also nach Australien, hatte ich auch einen ziemlich langen Zwischenstopp am Singapore Airport. Ich finde es cool, sich die Sachen hier nochmal anzugucken. Der Flughafen ist ja echt riesig. Man kann sich hier ziemlich viel anschauen. Und im Hintergrund, wenn ich mich gerade mal drehe, hier an dem Tisch genau, habe ich mein allererstes Video geschnitten, was auf diesem Kanal zur Verfügung steht. Da zeige ich, wie ich von Deutschland nach Australien fliege und habe da meine ersten Eindrücke so festgehalten. Finde ich ganz lustig, sich die Location hier nochmal anzugucken. Ein Jahr später. Und dann muss ich gleich auch noch die Massagesitze ausprobieren. Das habe ich ja im ersten Vlog erzählt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog in Europa. Bis dann.